Donald Trump hätte laut eigener Aussage kein Problem damit, ins Gefängnis zu gehen. Das sagte der frühere US-Präsident in einem TV-Interview. Zugleich warnte er aber, er denke nicht, dass die Öffentlichkeit das durchgehen lassen würde. Trump war letzte Woche in New York wegen der Verschleierung von Schweigegeld an einen Pornostar von einer Jury schuldig gesprochen worden. Am 11. Juli wird das Strafmaß bekannt gegeben. Im schlimmsten Falle droht Trump eine Gefängnisstrafe von bis zu 4 Jahren. Und weiter nach Washington zu Michael Wüllenweber. Michael, das hört sich an wie eine Drohung, aber was genau meint denn Trump damit? Also das müsste uns Trump selber erklären. Er hat sich aber darüber hinaus ja noch nicht geäußert. Mein Eindruck ist eigentlich nicht, dass er unbedingt jetzt das so meint, dass damit es zu Aufruhr kommen könnte. Also dass hinter dem Spruch, dass die Öffentlichkeit das nicht aushalten würde, dass da halt mehr oder weniger die Drohung steht, ja, dann käme es wieder zu Ausschreitungen. Wir wissen es einfach noch nicht. So viel Staub hat diese Aussage hier in den USA auch nicht ausgelöst. Sie ist auch aus den Schlagzeilen so ein bisschen dann wieder raus. Und mehr in den Schlagzeilen ist eigentlich, was dieses Urteil von Donnerstag tatsächlich für den Wahlkampf bedeutet. Und da gibt es die ersten Umfragen und die sind dann doch unfreundlich für Donald Trump. Offensichtlich sehen viele Amerikaner es sich nicht so wie der Ex-Präsident selber, dass es alles nur ein Fake-Trial gewesen ist, dass es manipuliert gewesen ist, dass der Richter mehr oder weniger auf der Gehaltsliste von Joe Biden stehen würde. All das ist ja, sind ja die Vorwürfe, die Donald Trump immer wieder in den Raum gestellt hat, sondern die meisten Amerikaner, ja, und da müssen dann auch Republikaner dabei sein, und das geben die Umfragen auch her, sagen, ja, das Urteil ist so irgendwie okay, und glauben dann auch, dass er eine Strafe verdient hat, zu sagen, zum Beispiel 68%, er sollte zumindest eine Geldstrafe aufgebrummt bekommen. Also eigentlich würde ich mal sagen, ist das Ganze nicht so vorteilhaft jetzt bisher für Donald Trump, und für Joe Biden ist es ein Lichtblick. Dankeschön nach Washington.